Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Sims 4 Hunde und Katzen angetestet. Und hier sieht man, dass ich nicht in dem gewöhnlichen Spiel gerade bin, sondern dass ich das zeigen wollte, was ich eigentlich vorhatte erstmal. Wie merkt man dafür, das Grundstück können wir uns hier auswählen. Dazu bin ich wie heißt das jetzt? Diese Einstellungszeichen, bevor man das Haus auswählt, bin ich gegangen. Und ich weiß nicht, Welten verwalten, genau. Da gehen wir zurück, dann erkläre ich es dann. So, Merkmale. Frische Luft. Ich wusste nicht, dass man das kann bei Sims 4. Ich wusste es nicht. Hier, Hundetreffpunkt. Das wird sehr viel werden, aber nichtsdestotrotz möchte ich das gerne machen. Sollen wir Katzen auch gleich zusätzlich nehmen? Dann können wir so viel sehen, wie es nur geht. Natürliches Licht, die Qualität des Lichts ist hier ist einfach optimal zum Malen und Fotografieren. Das wohnliche Ambiente hilft Sims, die Mixen, Kochgeschicklichkeit und Gartenfähigkeiten zu verbessern. Das werde ich mal nehmen. Aber was habe ich denn noch? Schnelles Internet. Ich mache immer gerne, dass meine Sims Bücher schreiben. Somit können die von zu Hause aus sich um die Tiere kümmern. Oder hier, Zuchtgelände. Genau. Nee, ich mache das hier mal weg. Mache die für Zuchtgelände, weil ich will die gleich paaren. Und vielleicht klappt das dann somit schneller. Weil man muss sie wirklich ganz oft animieren, sich zu paaren. Und hier gibt es so viele verschiedene Sachen. Und das wusste ich alles gar nicht. Ja? Geringer Effekt an gemeinschaftlichen Plätzen, was auch immer das heißt. Gesellig in dieser geräumigen, gemütlichen Atmosphäre können Fähigkeiten wie Charisma. Das ist alles so Fähigkeiten, ne? Erwärmt Simsteller die Tiererziehungsfähigkeit. Das ist das, wenn man zum Beispiel lernt, Sitz und so zu machen. So, aber nicht weiter wollte ich das jetzt nicht machen. Habe ich das jetzt eingestellt? Oder musste ich das jetzt eigentlich speichern? Ja, da hat man's. Das habe ich hier übrigens auch. Allerdings habe ich schnelles Internet für die Schreibfähigkeit genommen auf diesem und halt eben dieses Heimische. Für die Kochfähigkeiten und so. So. Genau. Dann gehen wir mal zu unserer Familie und gucken, ob wir die jetzt paaren können. Weil das war ja eigentlich, das habe ich ja letztes Mal gesagt, dass wir das machen wollen. Und dann gucken wir mal, ob es klappt. Da sind wir auch schon. Mit dem guten Bob. Der geht jetzt zu ihr hin, freundlich. Dann kann man, Moment, hier, zur Paarung ermutigen mit. Das geht. Ja, das ist jetzt ein Streuner wahrscheinlich, der sich draußen irgendwo befindet. Die kommen nicht rein, die Tiere. Machen wir es mal so und gucken, was passiert. Na komm, mach mal. Sei lieb zum Savage. Hallo. Na komm. Na komm. Die Mia ist im Weg. Das kann sie nicht ausführen. Kannst du es jetzt mit Savage machen oder nicht? Oder? Ja, doch. Jetzt. Da. So sieht das Paaren aus, wenn die sich paaren. Also ganz einfach und schlicht gehalten, mit ein paar Herzchen drumherum. Entschuldigung, ich musste niesen. Ich habe es aber hoffentlich So, das kann man jetzt nicht nochmal machen. Weil... Was? Genau. Kiki hat sich kürzlich gepaart. Warte einen Tag, um zu erfahren, ob es Nachwuchs gibt. Was ist denn jetzt mit ihm? Können wir mit ihm das nochmal machen? Oder ist das tatsächlich? Ach, guck mal. Das sind von meinen Nachbarn die Hunde. Das sind aber keine Streuner. Haben die einfach so zu Besuch? Gut, wo halten die sich denn auf? Weil die wollen dann auch hier essen und so. Und bei dem anderen habe ich dann hier immer so Futternäpfe. Man kann die Streuner auch baden auf unserem Grundstück. Dazu muss aber eine Badewanne draußen stehen. Ja, haben wir schon Streuner oder nicht? Oder doch? Wir gucken mal von oben. Nein, noch ist niemand hierher gekommen. So, jetzt, ich weiß nicht, ist er jetzt hingegangen, um sich nochmal zu paaren? Oder machen die es nochmal? Nein. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die ganzen... Oder was machst du? Du hast bestimmt Hunger, ne? Die kleine Mia hat Hunger. Oh, wie süß bist du denn?
Die kleine Mia hat Hunger. Huch. Also es wird öfters passieren. Es sind Hündchen unterwegs. Herzlichen Glückwunsch, Kiki erwartet Nachwuchs. Bald werden kleine Pfoten durch das Haus trappeln. Yeah! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber die Kleine. Ach, jetzt habe ich... Ich wollte eigentlich die Katze... Sie spielt. Ich wollte mit ihr nicht spielen. Ich wollte eigentlich... Ja gut, dann machen wir das jetzt so. Umarmen. Und streicheln war wichtig. Das Geschäft machen wir. Ach, baden. Ich brauche eine Badewanne. Falls die mal dreckig sind, dass wir sie baden können. Oh, und da haben wir so schöne Tieraccessoires direkt von Hunden und Katzen. Das ist immer sehr schön. So, wo packen wir denn die Badewanne hin? Haben wir oben noch irgendwo Platz? Ich werde da jetzt nicht so rumbauen oder so, sondern ich werde das tatsächlich einfach so machen. Soll seinen Sinn und Zweck erstmal erfüllen und da jetzt noch groß rumbauen. Nee, mache ich nicht. So. So. Dass wenn sie dreckig sind, die können auch ordentlich muffeln. Okay, du hast genug gespielt. Du kannst sie jetzt mal umarmen. Oh, Lita, süß. Ich mach das mal so. Ich brauche noch ein Bildchen. Oh. Haben wir das so? Oder so? Nein, so. Ich würde sagen so. Und dann gehen wir nochmal hoch. Huch. Mal so von vorne. So ist doch schön. Huch. So ist schön. Gut. Das wird öfters passieren. Die schönsten Bilder will ich erwischen, die es gibt. Ja. So, jetzt sagst du ihr, dass sie... Ach, guck mal da, baden. Das müssen wir dann machen, wenn das schon vorne steht, wenn man sie anklickt, dann sollte man das tun, weil ich glaube, dann müffeln sie, obwohl man sie nicht sieht jetzt gerade. Oh, sie ist wach. Ach, sie, habe ich jetzt gesagt, sie soll baden. Nein. Nimmt sie sie jetzt trotzdem zum Baden? Nein, ich möchte jetzt nicht zum Spielen da vorbeikommen. Ja gut, dann kümmern wir uns mal um ihn. Streicheln. Nochmal draufklicken, umarmen. Und jetzt das Bürsten wieder weg. So. Jetzt badet sie sie also doch. Oh, eine Badewanne. Also sie springen nicht wie bei Sims 3 aus der Badewanne raus. Das machen sie nie. Und sie kommen beim ersten Mal mit. Direkt, ohne dass man sie mehrmals bitten muss oder so. Gut, kommt auch vor, aber das liegt dann an irgendwas anderem und nicht an den Willen der Tiere. Genau, so eine liebe kleine Kiki. Und die echte Kiki steht hier neben mir und guckt mich doof an. Was redest du hier mit mir? Was machst du? Ich bin doch hier und ja. Gut, jetzt bitten wir sie, das Geschäft zu erledigen. Ja, du hast auch Hunger. Das sehe ich auch, aber das kommt gleich erst. Genau, geh mal Pipi machen und Aa und alles. So, was ist mit dem anderen hier? Wo ist denn der Savas? Achso, hier unten sind übrigens die Pfeifen. Damit können wir die Hunde herbeirufen. Der frisst. Ja, immer Hunger. Boah, sieht das hier aus. Räumen mal ein bisschen auf hier. Da. Da ist das Zeichen, dass er Pipi muss. Dann machen wir das auch mal. So. Sie hat jetzt erstmal... Okay, dann geht sie jetzt auf Toilette. Und Reste nehmen und kocht danach nochmal Mittag Macaroni und Käse. So, er sollte... Naja, er kann ja jetzt oben baden. Oder er macht erstmal die Tierschüsseln voll, würde ich sagen. Oh, nee, so.
Genau. Haben sie jetzt ein Häufchen gemacht? Ah, nur der Savage. Der macht jetzt, glaube ich, ein Häufchen. Genau. Schöner Tier beim Kackenfilm. Oh, sorry. Beim Koten. Genau. Nein, nicht hochheben. Also man kann das auch als Dünger übrigens, ne, wenn man es aufhebt, verwenden. Komm hier hin. So, und jetzt... Warum hochheben? Du solltest doch wegwerfen. Das ist doch ekelig, wenn du es im Inventar hast. Oder haben wir keinen Müll? Doch, wir haben noch einen Mülleimer. Hm. Na gut. Guck mal, er will spielen, dann kannst du doch nicht schlafen gehen. Hallo? Kann man jetzt den Ball anklicken? Nein. Na komm. Ja, dann, aber wenn ich jetzt spielen drücke, dann spielt er so mit ihm, ohne Ball. Huch, warum dreht die Kamera sich von allein? Machst du es auch? So. Was hat die Kiki denn? Sie sitzt da so betröppelt. Das sieht halt eben genauso aus wie bei uns. Okay, das reicht. Der junge Mann muss wirklich baden oder hier duschen geht schneller. Und dann muss er schlafen. Das ist, geht ja mal gar nicht, ne? So, die Katze. Wir müssen uns auch nochmal um Mia kümmern. Oh, irgendwie spinnt meine Kamera gerade vollkommen. Was ist los? Genau, wir fragen mal Kiki, was los ist. Was sie hat? Kiki, was hast du? Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Oh. Ach ja, sie sind nicht verheiratet. Ich habe es vergessen einzustellen beim Erstellen der Sims. Okay, ja, dann machen wir es anders. Wir rufen sie mal. So. Hallo? Jetzt hat sie auf einmal nichts mehr. Okay. Nö, nee, ist nichts. Gut, dann gehen wir zu der Katze. Wo's? Da sind die Streuner. So, das ist jetzt ein Streuner, der ist krank. Leider können wir nichts machen mit ihm. Oh, trinken aus Pfützen belehren. Das geht ja mal gar nicht mehr. Genau, das darfst du nicht. Wie betröppelt sie guckt. Davon muss ich ein Bild machen. Oh, sie ist immer nur so klein. Sie ist immer nur so klein. Aber egal. So, streicheln. Umarmen. Also, wir haben hier schon mal ein paar streunerende Katzen. Normalerweise, ich habe ja auch auf Hunde geklickt, ihr habt es ja gesehen. Ein Treffpunkt von streunenden Hunden und Katzen. Oder die kommen alle zu verschiedenen Zeiten. Sie ist zum Beispiel schon erwachsen. Aber es kommen auch Senioren. Und da kann man dann natürlich auch ein Tier adoptieren, ne? Ja, sollen wir mal Hallo sagen? Nee, verscheuchen mich. Na komm. Was ist los? Fragen wir die mal, was los ist. Ja, was hast du? Hunger? Sie hat Hunger? Oh, guck mal. Steht hier, normalerweise kommt jetzt hier. Carrie hat Hunger. Vergiss nicht, einen Fressnapf für sie zu füllen. Warum soll ich es vergessen? Das ist aus reinster Tierliebe, dass ich das nach... Na, wo haben wir es jetzt hier? Dass ich ihr die Tiere hier versorge, obwohl es... Manchmal kommen sogar Tiere, die, obwohl sie einen Besitzer haben, kommen sie hierher. So, wir machen da mal ein paar hin. Das ist besser, glaubt es mir. Und dann machen wir das voll. Aber zum Essen rufen kann ich sie nicht. Nur meinen eigenen Haushalt praktisch. Das heißt, Tierschüsseln füllen. So. Ja, du kriegst, guck mal. Jetzt kannst du essen, Kleine. Wahrscheinlich geht sie jetzt erstmal wieder woanders hin, aber sie gehen da dran. Auf jeden Fall gehen sie da dran.
Gut, dann stellst du das mal in den... Was? Nicht wegwerfen, weglegen. So, gehst duschen und ebenfalls schlafen. Weil die brauchen ja genauso ihre Pflege wie die Tiere auch. Nur bei denen ist es gut, man kann sie steuern. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen besser gefallen, dass man die Tiere steuern kann. Ja, dann nur friss doch. Da. Kringer, erwachsen, Streuner. Die kommen immer alle hier so betröppelt an. Die meisten sind saudreckig, so wie er auch. Er ist ein Junge und hat aber... Na gut. Manchmal kämpfen die, streiten sich. Dann friss doch endlich. Okay, stellen wir das mal weiter auseinander. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht frisst. Oh, hier. Jetzt wird's voll hier. Was ist das? Ich meine, Kim, tut mir sehr leid für dich, aber du bist so ein bisschen schon hässlich. Das sieht doch nicht aus wie ein Hund. Das sieht doch aus wie ein, Moment, ich mach das mal hier weg, so. Kim. Ja, nur friss doch. Ach, da drängt sich wieder einer davor. Ja, dann bist du aber selber schuld. Oh, der ist genauso dreckig. Maggie. Streunerin, erwachsen. Die Maggie. Die ist eigentlich ganz hübsch, ne? Wenn man jetzt mal bedenkt. Sie ist jetzt nur dreckig, ne? Aber sie hat wahrscheinlich ganz viele schöne Farben. Aber im Moment haben wir niemanden frei, der sich da... Oh, nee, das geht nicht. Aber die haben auch so ein billiges Bett, ne? Der auch. Ist auch so ein schönes Rot, wenn der Dreck weg wäre. Ja, da wird sich gestritten. Um das Futter. Und die fressen hier wie die Besenbinder. Glaubt es mir, da ist man nur dran, das zu füllen. Aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. So, und ich hoffe, beim nächsten Mal kriegt unsere kleine Kiki... Ah, guck mal, die haben sich lieb, die beiden. Oh. Mia ist wieder am Pennen. Am Schlafen, Entschuldigung. Pennen, sagt man. Und sie, Kiki hat immer noch einen besonderen Bezug zum Klo. Zur Toilette. Ja gut, wir gucken mal beim nächsten Mal, ob sie ihre Jungen bekommt. Das wäre ja schön. Das wäre cool. Würde ich mich freuen. Also danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Bis denn. Ciao, ciao.